Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge SnowRunner. Ich habe mir mal wieder einen kleinen Scout geholt. Und zwar möchte ich mal die ganzen Upgrades so gut wie es geht mal schnell einsammeln. Und ich habe mir den Hammer als Mod geholt. Ich hoffe, dass er nicht wieder zu krass ist, obwohl zum Scouten denke ich mal, ist es gar nicht so verkehrt. Kriegen wir das schnell durch hier. Solange man die Mission vielleicht nicht. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Solange man die Mission, aber es ist ganz schwer hier oben rüber zu gucken, muss ich sagen. Die Sitzposition ist ganz schön tief. Ich weiß gar nicht, ob das Original auch so ist. Ich habe noch nie in so einem Ding gesessen. So, C, einsammeln. Für welches Fahrzeug ist denn das? Den OMC. OMC, den habe ich doch, ne? So, das war der. Theoretisch kann man sich das alles anzeigen hier lassen, ne? Upgrade. Das ist so weit weg. Das ist so weit weg. Das ist ja bei mir fast um eine Ecke. Bisschen weiter oben noch. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir den erst hier. Ja, guck mal, so weit weg ist es ja gar nicht. Machen wir hier wieder zurück. Zur Tanke. Vielleicht können wir ja nochmal fix tanken. Und dann müssen wir mal kicken, wie wir da hinkommen. Vielleicht eher hier rum, ne? Hier. Ne, warte mal, das ist die verkehrte Seite. Ah, doch, vielleicht können wir uns auch durch den Wald durchdrängeln. Uiuiuiuiui. Das fängt ja schon gut an hier. Boah, ich finde, die Dinger geben Gas, ey. Das ist nicht mehr normal. Vielleicht sollte ich doch mal mein Lenkrad anklemmen, dass ich mit dem Gaspedal nicht ganz so viel Gas geben muss. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, heute habe ich mal andere Kopfhörer drauf. Ich hoffe, dass es trotzdem laut genug alles ist, weil meine Bluetooth-Kopfhörer, die haben immer eine ganz andere Laut. Na, wie sagt man? Wenn ich meine Bluetooth-Kopfhörer auf habe, diese kleinen Dinge, die ich immer in die Ohren stecke, dann muss ich das Spiel so weit runterdrehen, dass man das schon kaum, dass man den Pegel schon bald gar nicht mehr sehen kann, also fast auf Null. Und ich kann es euch gleich einmal zeigen. Guck mal, jetzt habe ich auf 90 und Motorstärke auf 100, wo ich die Bluetooth-Kopfhörer auf hatte, war die Motorlautstärke bei 57 oder so. Und die Gesamtlautstärke hier vorne irgendwo. Jetzt muss ich das so laut machen, dass ich bei OBS wenigstens den gleichen Pegel habe wie ungefähr bei den Bluetooth-Kopfhörern. Ich glaube, das könnte sogar noch ein bisschen lauter, so wie das aussieht. Aber das kann ja wahrscheinlich auch an den Fahrzeugen liegen, ne? Weil ich glaube, ich hatte vorher noch kurz mit dem Tatra gespielt. Da war der Motor laut dann. Na gut, ist er jetzt auch mehr oder weniger LKW, will ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, der Hammer, der zählt ja nicht auch schon als LKW. Ah, der sieht einfach nur geil aus, wie der hier durchs Smaragd. Schaden habe ich schon, so wie es aussieht. So, aufgetankt habe ich ihn nochmal. Ja, also die Sitzposition hier drin hätte ruhig ein bisschen höher sein können. Oh, eine Fresse hat der Hebel da unten.
Dann mache ich mal eine Außenperspektive hier, bevor ich mich jetzt hier bloß festfahre. Na guck mal, da macht, kennt er ja gar nichts hier. Hoho. Selbst die Bäume knickt da um hier. Jetzt habe ich sogar schon meine eigene Dateienordner. Ich habe meine Festplatten mal gereinigt, ne? Damit hier mal nicht alles so voll ist. Es bringt alles nichts. Oh, für den Hammer. Ah, okay, dann ist es für einen Scout. Super. Ja, ist ja auch fast hier um die Ecke. Muss ich wahrscheinlich hier rüber. Ich werde mal hier. Ja, dann werde ich mal versuchen, dass ich hier runterkomme. Na, ich wollte doch gerade sagen, da kommt er doch rüber. Jetzt zieht er aber durch hier. Oha, hier ist ein bisschen Matschepampe. Mit Anlauf. Ui, ui. Was, der braucht bald genauso viel wie ein LKW, der Ladung trägt. Ey, meine Fresse. Ich muss da schon hin. So, ich werde mich mal hier runter trauen. Ist mal jetzt schön durch den Wald. Aber das Ding ist da oben, ne? Zeigt er mir das? Ach so, der Punkt ist da oben. Ich werde mal trotzdem hier unten weiterfahren. Ja, da habe ich nichts zum Rüberziehen, wenn ich da stecken bleibe. Stecken bleiben, schon klar. Wo ist der Punkt? Da.
So, für wen haben wir den denn? Ach, das ist für den normalen Chevrolet. Nee, warte, ach so. Supi. So, jetzt theoretisch haben wir jetzt nur noch einen, ne? Nur noch ein Upgrade hier. Ne, zwei haben wir noch. Eins ist da oben. Oh, sind beide da. Cool. Ach, das ist ja bei der Stadt. Achso, ich habe ja die Karte gedreht. Deswegen. Das ist natürlich jetzt... also müsste ich eigentlich hier wieder zurück erstmal. Auf die Straße. Ach, da komme ich ja gar nicht rüber. Mist, da muss ich ja einmal komplett hinten rum. Aber ich komme hier lang wahrscheinlich. Dann werde ich mal diesen Weg wählen. So, ich fahre erstmal bis dahin. Wo ist er? Da. Oh, einmal wieder schnell durchs Smaragd, durchs Wasser hier. Ist das geil. Wie bin ich jetzt eigentlich gefahren vorhin? Ich glaube, ich bin hier hoch, hier runtergekommen, ne? Komm, schieb dich hoch hier. Ich bin verkehrt. Ja, ich habe mir auch schön die LED-Leisten vorne und hinten ran geklatscht, damit er auch schön hell ist, wenn es dunkel wird. Weil es wird ja schon wieder dunkel, so wie es aussieht. Ach ja, das ist ja der Holzplatz hier, ja. Weiß gar nicht, ob ich war ich hier schon in ich glaube in diesem, bei der Aufnahme war ich noch nicht hier, im Stream, ja. Oha, ich muss aber hoch. Achso, Licht war ja schon an. So hat er hinten keine Leuchten. Aber doch, ganz kleine sehe ich da. War das ja nicht hell. Jetzt muss ich nach links, genau. Mensch, 14 Minuten erst, dann habe ich schon fast alle Upgrades hier auf dieser Karte. Oh ne, es geht hier durch. Oh, ich dachte schon. Ja, genau. Wegen einem Schild. Ne, ist klar. Ach, du ahnst das nicht. Okay, Augen zu und durch. Zum Glück sind hier Strommasten. Ob ich mich hier nicht festfahre. Aber bis jetzt geht's. Natürlich liegt hier wieder ein Baum im Weg, war ja klar. Muss mal gucken, ob ich da vorne schon was anhängen kann. Ups, ob ich da vorne schon was anhängen kann. Ja, kann ich. Dann machen wir das mal kurz ein bisschen mit Hilfe. Wenn wir schon mal so eine gute Seilwinde dran haben.
So, Seilwinde wieder ab. Na siehst du, da kommen wir ja doch noch ganz bequem auf 20 Minuten. Natürlich liegt hier wieder ein Baum im Weg. Aber der scheint uns gar nicht zu stören. Nun komm, quäl dich durch hier. Na super. So, Differential kam wieder aus. Okay, vielleicht hätte ich mal mehr Wägelchen reparieren sollen. Vielleicht wäre er ein bisschen schneller gewesen. So, das ist schon fast der letzte Punkt. Wo war das jetzt? Was, da unten? Was, da oben? Ih, da ist ja auch noch was zu. Da müssen wir ja ganz und gar hier hinten rumfahren, so wie das aussieht. Wird die Karte schon wieder gedreht hier? Ne, so ist sie richtig rum, ne? Ja, ja, da unten ist Dings. Ja, ja, hier ist richtig so. Das sieht schön aus mit dem Sonnenuntergang. Was mich so ein bisschen stört bei dem Sound, das ist, es ist ja eigentlich immer derselbe Sound, ne? Död, död, död. Also er wird nicht död, 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 wird nicht immer schneller. Das finde ich ein bisschen blöd. Also das stört mich auch bei den originalen Autos, LKWs, dass der Sound ja eigentlich immer der gleiche bleibt. Ja, dass der Sound immer der gleiche bleibt, also dass er sich nicht verändert von der Tonlage her. Also wenn er die Gänge durchschaltet, meine ich. Ich meine, auch wenn der Bus so langsam fährt, kann er ja trotzdem seinen Ton ändern ein bisschen. Die Räder sind übrigens bei allem exzellent. Matsch, Straße. Jetzt habe ich der dritte schon wieder vergessen. Matsch, Straße und Schlamm, ne? Nee, Schlamm, Matsch ist ja das gleiche. Ach, keine Ahnung. Aber zumindest haben wir schon mal, zumindest haben wir schon mal die Seilwinde eingesetzt. Aber ich meine, das wäre ja auch ein Ding, wenn der Hammer hier nicht durchkommen würde. Das Kraftpaket. Hier rum.
Das sind ja Wege hier, du meine Güte. So, ich gucke lieber, bevor ich falsch fahre. Genau, ich muss nach rechts. Oh, oh, oh. So eine Wege liebe ich, wo das so eng ist, dass man so langsam fahren muss, dass man da nicht runterfällt. Ja Mensch, dann haben wir ja bald alle ab, dann haben wir jetzt alle Upgrades hier. Dann mal gucken, ob wir noch Fahrzeuge hier stehen haben. Das weiß ich nämlich gar nicht so genau. Oh, neuer Motor für den Chevrolet. Hm, naja, gut. Das hätte ich mir auch klemmen können. Obwohl, wenn wir nachher die ganzen Upgrades haben, brauchen wir vielleicht gar nicht mehr mit diesen overpowerten hier Fahrzeugen durch die Gegend cruisen. Komme ich da hoch? Ja, da komme ich irgendwie hoch. Ah, hier geht's zur Tanke. Nee, tut mir leid, ich sehe so nix. Ist das Original auch so hoch, Mensch? Jetzt muss ich mal hier ein bisschen an der Seite lang. Hoffentlich rutsche ich hier nicht runter. Ui, 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 ist auch noch eine Pfütze. Mal ein bisschen abkürzen hier. Mensch, der kommt doch wirklich überall super durch. Wir sind bei 23 Minuten, Mensch. Dann haben wir ja... Oh, komme ich hier wirklich hoch? Nicht, dass ich jetzt wieder einen Fehler mache. Guck mal an, ey. Ui, 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 ui. Ja, guckt mal an. Hm, schon klar. Nein! Oh, wenigstens kapp ich die Seilwinde. Warte mal, jetzt muss ich mal kicken. Wie mache ich das am besten hier unten? Kann ich hier drüben was anklicken hier? Ja. Achso, V drücken. Was? Das geht nicht? Ich denke, wenn man das anklicken kann. Warum stell dich gerade? Okay, warte mal. Jetzt haben wir erstmal so. Na bitte, wer sagt's denn? Oh, oh, oh. Zum Glück hatte ich mir noch... Zuerst wollte ich mir die Seilwinde gar nicht kaufen. Aber das ist die Seilwinde, die ohne Motor funktioniert. Zum Glück habe ich mir die gekauft. Man kann das ja zum Glück wieder alles verkaufen. Oh, geil. Ja, das wäre jetzt... das wäre jetzt Mist gewesen. Wenn ich mir die jetzt nicht gekauft hätte. So, erhöhte Federungsset. Das ist auch nicht verkehrt. Für? Auch wieder für den Chevrolet. Okay, hier finden wir wahrscheinlich nur Chevrolet-Sachen. So, ich denke mal, das ist alles an Upgrades. Cool. Dann haben wir nur noch Gebäude. Aufgaben. Und, achso, das ist alles. Aufgaben und Missionen. Ah, okay.
Ach Quatsch, nee, die Quatsch, die sind ja hier oben. Das sind ja die Missionen. Udi, Mensch, wir sind jetzt bei 25 Minuten. Sag mal schnell. Wir haben alle Upgrades auf dieser Karte hier, also zumindest hier in dieser Region von der Michigan. Jetzt machen wir mal noch ein bisschen hier extrem. Nein, du sollst vorwärts fahren, Typ. Ah, kommt er hier runter? Na. Ui, 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 das sieht ja sexy aus, wie er hier steht. Aber jetzt glaube ich, jetzt da oben ist nichts, ne, wo ich mich anhängen kann. Hallo. Aber das ist ja scheiße, wenn man die Kamera nicht drehen kann. Das ist doch blöd. Nein. Na siehst du, dann haben wir nochmal aufgetankt hier, kostenlos. Und dann können wir ihn wieder in die Garage stellen. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Wir sind bei 27 Minuten. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen mit diesem geilen Hammer hier. Also ist auf jeden Fall ein geiles Gefährt, aber ich finde ein bisschen zu stark. Man bleibt ja eigentlich fast nirgendwo stecken. Aber geil, damit zu fahren ist es trotzdem. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.